Servus, heute gibt's mal was ganz Neues auf dem Kanal. Und zwar ist es nicht nur etwas, was ich bisher noch nie getestet habe, sondern noch nicht mal genutzt habe. Es geht um eine Kameratasche oder um Kamerarucksack hier, um genau zu sein, von Kenfave. Wird hier nur als Pro-Kamera-Rucksack bezeichnet, genauer weiß ich das nicht. Kostet er 220 Euro. Es gibt noch einen 30-Euro-Gutschein, sind wir also bei 190. Link packe ich euch einfach mal in die Beschreibung. Und der Grund, wieso ich sowas bisher einfach noch nie genutzt oder auch überhaupt gebraucht hätte, liegt daran, dass wenn ich mal kurz rausgehe zum Film, nutze ich meistens eine Pocket-Kamera und auf Messen oder Events, wo ich irgendwie ein bisschen mehr Gear bräuchte, wo so ein Ding definitiv schon öfter mal praktisch gewesen wäre, war ich schon länger nicht mehr. Deswegen kann ich euch ja definitiv nicht so viel sagen wie jetzt irgendein Kameraprofi, der so Dinger schon ständig mal genutzt hat. Aber eins kann ich euch sagen, ich habe das Ding bestimmt 4, 5 Mal durchforstet und immer wieder eine neue Tasche gefunden. Und ich muss halt sagen, die Dinger sind im Vergleich zu einem normalen Rucksack, deswegen kosten sie wahrscheinlich auch mehr, sowas von ausgeklügelt und so effizient von der Aufteilung und so weiter, dass ich euch das einfach mal präsentieren wollte. Und ja, ich hoffe mal vom Präsentieren klappt es auch so hier vom Licht und Winkel, weil ihr seht schon, es ist ein bisschen anders als sonst. Auch zum Beispiel wie hier, denn ich bin mit meiner Kamera ein gutes Stückchen nach oben gefahren, was mittels Zubehör von Kenfave auch nur machbar war. Das habe ich mir nämlich noch angefragt, weil sonst wäre ich mit meiner Kamera gar nicht so weit gekommen. Ganz kurz zum Äußeren und der Verarbeitung. Also ich muss dir sagen, ich kann hier wirklich keine Mängel finden. Das Einzige vielleicht, manchmal einfach so, auch durch diesen Schutz hier, gehen die Reißverschlüsse ein bisschen schwerer. Also nicht, dass sie haken, aber da ist halt einfach ein bisschen mehr Widerstand, auch weil es eben ja teilweise im Regen geschützt ist oder so weit, wie es möglich ist. Materialien fühlen sich alle hochwertig an. Ich habe keine Verarbeitungsmängel oder sonstiges finden können. Er ist für seine Größe, muss ich sagen, überraschend leicht. Das hat mich echt gewundert, aber er wirkt sehr, sehr robust. Also ich glaube, das Ding kann einiges ab. Möchte ich jetzt allerdings mal versuchen, falls ich es nicht vergesse, alle Taschen vorzustellen. Und das ist halt wirklich eine ganz clevere Sache bei dem Ding. Fangen wir hier oben an. Und zwar habt ihr hier an der Seite erstmal so eine Art, ja, es ist vielleicht nicht ein Diebstahlschutz, aber es macht es definitiv schwerer. Denn wenn ihr das jetzt zu habt, kann hier einer das nicht einfach so abziehen. Also aufmachen. Mache ich jetzt einfach mal den Reißverschluss auf und zeige euch jetzt mal dieses Fach. Also da habt ihr, ich denke mal, locker Platz für eine Kamera mit noch Objektiv drauf, wenn es kein großes ist. Habt ihr dann hier, ich hoffe mal, ihr seht es noch zwei Fächer, um irgendwas weiteres zu verstauen. Ist euch das aber nicht groß genug, könnt ihr das nochmal um 1,5 Liter vergrößern, indem ich hier jetzt einmal eben diesen Klett öffnet, auch auf der Seite hier das bisschen rauszieht und dann den inneren Reißverschluss zieht. Und et voilà, das Ding ist größer. Ist halt nicht mehr ganz so ästhetisch, aber es bietet euch nochmal ein gutes Stückchen mehr Platz. Und das finde ich wirklich nice. Vor allem, weil es, wenn es nicht genutzt wird, hier eben recht easy verstaut wird. Und was ich eben beim ersten Mal auch öfter mal übersehen habe, ist, dass hier sogar nochmal ein Fach ist mit einem Reißverschluss, wo ihr was verstauen könnt. Denn das war einfach verdeckt. Das Ganze übrigens auch durchweg durch bei dem ganzen Rucksack ist sehr, sehr schön dick gepolstert. Deswegen, das gefällt mir sehr gut. So, das wäre es zu dem Part. Würde ich sagen, machen wir mit der oberen Seite weiter. Und zwar gibt es jetzt hier das, was ich eigentlich dafür gehalten habe, dass es auch so eine Art Diebstahlschutz ist, aber das ist nicht nötig, weil es den ja hier auch schon gibt. Das hat einfach den Grund, dass falls ihr vielleicht mal eine Tasche mit euch schleppt oder eine Isomatte oder irgendwas, das ihr dann einfach reinlegen könnt. Und das sollte dann auch problemlos passen, lässt sich von der Größe anpassen. Und dann auch, wie ihr schon sehen könnt, hier ein bisschen schöner verlegen, dass es nicht irgendwie rumhängt. Aber ihr könnt es, wenn ihr es gar nicht nutzen wollt, auch einfach problemlos abmachen oder wenn ihr eben an diese Tasche ran wollt. Und da kommt halt schon der nächste Clou. Ihr macht die jetzt auf. Und jetzt habt ihr Zugriff auf den Innenraum. Also nicht auf den oberen, aber einmal hier und hier und hier. Wobei ihr auf den von hier auch Zugriff habt. Zeige ich euch gleich noch. Und auf die zwei von hier. Hier hättet ihr jetzt noch Platz, auch entweder für eine Kamera mit kleinem Objektiv oder eben ein größeres Objektiv. Dann nochmal hier zwei Objektive. Und wenn euch das vom Platz her nicht passt, ihr seht ja schon, das Ganze wird durch Klett gehalten, könnt ihr euch das eben relativ flexibel irgendwie anpassen, je nachdem genau, wie ihr das braucht. Ich würde es euch jetzt wirklich gern mit Objektiven und Kameras zeigen, aber die einzigen Objektive und Kameras, die ich habe, laufen gerade. Also das kann ich leider nicht demonstrieren. So, würde ich sagen, machen wir das nochmal zu. Verschluss. Das hier, wenn ihr wisst, dass ihr es nicht braucht, nicht benutzen werdet, könnt ihr es ja auch einfach abnehmen, irgendwo im Rucksack, weil da gibt es genug Stauraum, um das zu verstauen, einfach wegmachen. Und wenn ihr es dann halt mal braucht, macht ihr es dran, geht ja eigentlich ruckzuck, wie ihr schon sehen könnt. Und zieht ihr das Ganze halt noch fest. Passt. So. Jetzt die Seite, das wäre, ich sag mal jetzt einfach die rechte, zieht ihr hier auch auf.
Und jetzt habt ihr eben, wie schon gesehen, eben Zugriff auf die zwei Objektive. Eben direkt, ohne dass ihr das aufmachen könnt. Also im Prinzip ist es nicht so schlimm, wenn das hier mal im Weg ist, weil ihr kommt ja immer noch von den Seiten ran. Wobei, wenn wir schon von den Seiten reden, auch hier gibt es nochmal ein bisschen Stauraum oder eben Fächer. 4, das ist jetzt vielleicht für SD-Karten irgendwie Aufbewahrer oder eben auch für Akkus oder so weiter. Gibt es dann hier noch mit so Gummihaltern, was auch immer ihr da reinmachen könnt. Also auch daran wurde gedacht. Schließen wir das. Dann gibt es hier noch eben, und das wirklich großzügig vom Platz her, nochmal Platz für eine Flasche oder auch ein Tripod oder sonstiges, passt wohl rein. Und dann noch das hier, das ich euch nachher noch zeigen werde, falls ich es nicht vergesse. Dann hier noch, falls ihr das so greifen wollt, eine Tasche. Wenn ihr es nicht nur so greifen wollt, selbst das ist mir letztens öfter mal entgangen. Wechseln wir jetzt allerdings mal auf die andere Seite. Da gibt es dann Folgendes zu sehen. Das große Fach. Dann allerdings noch, und das ist halt ein bisschen anders aufgeteilt, nochmal natürlich eine Tasche. Und hier habt ihr zwei größere, falls ihr da irgendwas drin verstaut. Und wie gesagt, alles super gepolstert, alles super nice. Habt ihr dann auch hier nochmal Platz für eben eine Flasche, ein Tripod oder auch sonstiges. Und was ich dann jetzt eben noch gesehen habe im Video, oder besser gesagt auf der Seite, der Herstellerseite, dass da so ein Neopren-Regenschutz im Prinzip dabei ist. Und ich dachte mir, ich finde den nirgends in der Packung, ich habe den wahrscheinlich nicht bekommen. Tja, das lag einfach daran, weil ich, wie schon erwähnt, einfach nicht immer gleich alles gesehen habe, weil es hier so viel zu entdecken gibt. Und zwar gibt es hier unten einfach nochmal, und das eben auch mit Klett geschützt, einfach einen kleinen Stauraum, wo diese Tasche drin ist, die ihr dann, oder ja, dieser Überzug, den ihr eben draufpacken könnt auf den Rucksack, und dann ist der auch regengeschützt. Dann habt ihr noch, wenn ihr wollt, hier seht ihr es vielleicht noch so irgendwie, wo ihr auch irgendwas dran befestigen könnt, weil da würden zum Beispiel die Dinger jetzt auch wieder reinpassen, diese Haken, falls ihr sie, aber eigentlich nicht, aber ja. So, wenn wir schon auf der Rückseite sind, dann kann ich auch kurz zu dem kommen, das ich nicht vergessen wollte, und zwar, das ist halt diese Mittelsäule oder dieser Brustgurt. Ich persönlich habe so Dinge noch nie genutzt, wobei ich schon öfter mal mittlerweile einen guten Grund gefunden hätte. Weil für bestimmte Sachen oder auch gerade eine Kamera in der Mitte aufhängen, ist praktisch. Ihr seht schon, ihr könnt das Ding relativ easy eben auch verstellen. Und wenn ihr es nicht braucht, ja, wie ich es eben mache, weil man hat ja genug Stauraum, das einfach wegpacken. Das hier, nice gepolstert. Auch die Rückseite. Und das Praktische hier ist, das ist nicht direkt mit dem Hauptrucksack verbunden. Da ist ein bisschen Luft. Das heißt, wenn ihr schwitzt, da habt ihr ein bisschen Atmung. Das ist schön gepolstert. Ihr drückt also auch nicht direkt eben jetzt auf euer ganzes Gear innen rein. Aber das ist nicht einfach nur das. Das wäre wieder zu banal. Denn hier gibt es, und ich hoffe mal, das sieht man. Ich habe noch kurzes Licht, dass ich euch das zeigen kann. Hier gibt es einen Klettverschluss. Den öffnet ihr, oder besser gesagt, ja, löst ihn. Und dann könnt ihr im Prinzip einmal durchgreifen. Und das ist jetzt halt gedacht, wenn ihr das dann auf dem Trolley haben wollt, dass es fester ist. Aber auch da ist es noch nicht rum, denn hier ist nochmal so eine Art Geheimtasche, wo ihr zum Beispiel einen Geldbeutel reinstecken könntet, die, wie ihr es vielleicht schon hören könnt, durch Magneten gehalten wird. Also auch das ist raffiniert. Wobei, auch das ist noch nicht alles, denn es gibt ja diesen, ja, Verschlussmechanismus. Ich kann euch den jetzt ein bisschen schwerer zeigen. Also ihr seht es hier, ihr drückt im Prinzip nur drauf und dann löst sich der. Jetzt denkt ihr euch, ja, wieso sollte ich das denn abmachen? Hier übrigens dann mit einem ganz normalen Verschluss. Der hier ist ein bisschen was Besondereres, wenn es nach denen geht. Könnt ihr jetzt das hier einfach aus einem Zweigurt-Rucksack zu einem Eingurt-Rucksack machen? So, und jetzt fragen sich vielleicht manche, was soll das bringen? Liegt ganz einfach daran, wenn ihr den jetzt so auf einer Seite habt, könntet ihr den Rucksack eben so locker drehen, dann eben so an euer Zeugs rankommen, ohne dass ihr ihn überhaupt abnimmt. Und ihr habt einen stabilen Halt. Ihr könntet sogar teilweise das kurz, wenn ihr irgendwo irgendeine Kamera zusammenbringt, habt ihr hier eine Ablagefläche. Und dafür ist der eine Gurt ganz praktisch. Ich weiß jetzt nicht, also wenn ihr vielleicht nicht allzu viel drin habt und so weiter, wahrscheinlich eine gute Alternative, aber in der Regel, denke ich mal, wollen die meisten den ja schon, ja, mit zwei nutzen. Aber je nachdem, auch das, wie gesagt, lässt sich halt rucki-zucki umbauen, wenn ihr das denn braucht. Weil ihr seht ja schon, wie schnell das Ganze geht. Gar kein Thema. Die Gurte sind auch lang genug, stabil genug, lassen sich gut einstellen. Vom Ziehen her super easy, denn ihr könnt ihn hier halt jetzt einmal kleiner machen und dann auf der Seite ziehen, um ihn wieder größer zu machen. Funktioniert einwandfrei. Soll ich mal anziehen? Ihr werdet wahrscheinlich kaum richtig sehen von hier aus. Aber Versuch ist es wert. Jetzt ziehe ich ihn praktisch an.
hoffe mal, ihr hört mich auch und seht das Ding vernünftig. Also wie gesagt, also dadurch, dass halt hinten auch gut gepolstert ist, ist es bequem. Wie es jetzt mit dem Schwitzen im Sommer aussieht, weiß ich nicht, denn der ist vorbei. Wir sind jetzt im Prinzip schon eigentlich im Winter, wobei offiziell Herbst. Deswegen, da ist noch nicht wirklich was passiert, aber ich hoffe mal, ich habe jetzt alle Fächer durch. Also hier hinten, oben, für die drei Hauptfächer. Von der Seite plus noch an den Seitenfächern plus die Tasche. Das Ganze auf der rechten Seite, der Gurt, die Vergrößerung oben. Ja, natürlich habe ich was vergessen, denn das Ding denkt noch an einiges mehr. Ihr habt nämlich noch in dem Hauptfach. Wie konnte ich das vergessen? Und zwar habt ihr hier Platz für, keine Ahnung, eine Karte, irgendwas. Nein, nicht unbedingt für ein Notebook, denn dafür habt ihr hier nochmal genug Platz. Also einmal hier unter Klett. Also hier sollte, glaube ich, sogar ein 15 Zoller reinpassen. Das sollte kein Thema sein. Und dann hier passt sehr gut ein iPad rein. Also mein 10.5 oder was immer das iPad Pro ist, passt problemlos rein. Ich denke mal, das sollte noch das 12er reinpassen, weil ich habe noch Luft gehabt. Aber das Ganze hier eben auch sehr, sehr dick gepolstert. Also eurem Notebook sollte nichts passieren, dem iPad sollte nichts passieren. Und egal, was ihr da reinpacken sollt, vielleicht auch ein Hemd, keine Ahnung was. Das, ihr habt die Auswahlmöglichkeiten. Ihr seht ja schon, genug Fächer habt ihr. So viele, dass ich mir fast alle gar nicht merken kann. Und ich persönlich auch in einem normalen Einsatz mit sowas auch nicht nutzen kann. Ich habe ein paar Tage mal draußen gehabt mit ein bisschen was drin. Wie gesagt, komplett gefüllt habe ich nicht, komplett ausgenutzt habe ich nicht, weil ich einfach nicht der Kameranutzer außen bin. Aber das Ding ist nice. Wie sieht es jetzt preis-leistungstechnisch aus? Schwer für mich zu beurteilen, denn ich kenne Konkurrenten nicht. Ich weiß, so Taschen können locker mal 300, 400, 500 Euro kosten. Vielleicht dann noch ausgeklügelter, vielleicht ein bisschen flexibler in irgendwelchen Sinn, wobei ich nicht wüsste, was da noch flexibler sein müsste. Vielleicht eleganter. Also Design, muss ich sagen, ist natürlich Geschmackssache, aber mir gefällt es, also dieses Grau. Und übrigens, falls ihr das von hier oben gesehen habt, das täuscht von der Farbe, das ist zu nah an meinem Licht, deswegen hat es so einen Rotstich. Also ihr geht von einem sauberen Grau aus, das passt dann mit eben noch hier diesen so Art Carbon-Einlagen. Robust, wie gesagt, wirkt er. Reißverschlüsse laufen. Regenschutz. Was soll ich noch groß labern? Ich denke mal, ich habe euch alles gezeigt. Wenn es nach dem Passenden für euch aussieht, guckt ihn euch mal genau an. Wenn ihr bessere kennt, die vielleicht billiger sind, teurere, die vielleicht den Aufpreis wert sind und so weiter und so fort, lasst uns das in den Kommentaren besprechen. Okay? Okay. Bis zum nächsten Mal.